Hey Freunde, willkommen zurück zu Zelda Majora's Mask. Ja, ich wollte eigentlich in dieses coole Spieldingens darin, aber ich habe gerade schon die Aufnahme gestartet und dann haben die einfach mal gelabert, ne, wir müssen uns um die Aufstellung für den nächsten Tag kümmern. Toll, habe ich mir gedacht. Aber ne, ich habe schon einen guten anderen. Ups, was mache ich denn hier? Ich habe schon einen guten anderen Zeitplan, wo ich das einordnen kann. Also mache ich mir da gar keine Sorgen. Und ja, dann passt das. Also erstmal 2, 5, 4, 1, 3. 2, 5, 4, 1, 3. Was? Nee, sag jetzt nicht, dass ich irgendwie was falsch gemacht habe. Hab ich jetzt falsch geguckt? 2, 5, 1, 4, 3. Oh, na klar. Naja, G2, 5, 1, 4, 3. Naja, aber jetzt lass mich bloß durch, du fieser Typi. Du bist so ein kleiner fieser Kerl. So, es lebe die Bruderschaft, na klar. So, nämlich das. Ich mache einfach das. Weil wir extrem cool sind und gerne mal schnell laufen, rennen, cool sind, werde ich jetzt einfach schön hier lang rennen. Mit den Hasen auch natürlich. Zack. 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 Denn so sparen wir natürlich ungemeine Zeit. Wer bist du? Hä? Ach, da bist du. Zack. Eigentlich wollte ich jetzt nicht so viel Zeit damit verschwenden. Ja, ich weiß, es waren ein paar Sekunden, aber trotzdem ganz viel Zeit. So. Hier, ja, ich habe mir jetzt einfach gedacht, mache ich das so, wie ich das jetzt mache. Ich hole mir jetzt nochmal die Mondträne und werde dann einfach dieses ganze Handeln machen. Ihr wisst schon, von wegen mit jedem Deko einmal handeln. Weil, dann kriege ich erstens ein paar Herzteile zusammen. Mache so gleichzeitig praktisch die Deko-Quest-Reihe. Und, ja, ihr werdet schon sehen, denn da gibt es insgesamt in der Deko-Reihe 5 Herzteile. So, lass mich mal kurz ein Teleskop benutzen. So, lass mich gucken. So, den Typ, jetzt beobachte ich ihn wirklich. Der kommt jetzt hier lang und ich muss einfach gucken, dass er hier reinfliegt. Ich denke mal, das kriege ich hin. So, das Loch ist schön hier. So. Kommt er hier lang? Genau. So, ich muss ganz genau filmen. Filmen, vor allen Dingen filmen. Ich gucke jetzt einfach auf das Loch. Wenn er darin verschwindet, dann klappt's. Typi, wo bleibst du? Typi? Hier, hier, hier. Ah ja. Weil der fliegt ja verdammt komisch. Ja, dann du mach schon, Typi. Wie fliegst du denn? Ach, gut. Da, jetzt ist er da. Alles klar. Und drin ist er. Ja, okay, wir haben es alle gesehen. Alles klar. So, dann gucke ich mir noch Horrocket an. Hi, Horrocket. Ich bin dumm und hässlich. Oh, übrigens voll cool. Das Video hier werde ich jetzt wahrscheinlich viel zu spät hochladen und jeder hat es schon gesehen. Aber auf der Gamescom war so ein cooles Horrocket-Cosplay. Das sah so geil aus. Naja, egal. So, das wäre geschafft. Horrorkid macht jetzt weiter noch Schabernack, weil er so doof ist und keine Hobbys hat, ne? Und wir können jetzt hier aufhören. So, bla bla bla, du laberst nur Mist. Ich will raus. So, zack, hier haben wir schon mal unsere Mondträne. Die brauchen wir, die ist ja ganz wichtig. Ist der. Dann, wie komme ich denn jetzt hier? Ach nee, jetzt wollen die jetzt. Muss ich jetzt hier ernsthaft? Ach Mano. Mano. Kann ich nicht irgendwie schnell an so einen Baum ranzoomen, ranziehen? Das wäre jetzt mal ein Probierdingens da wert. Probiere ich jetzt. Interessiert mich. Zack. Bäumchen. 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 Oh, fies. Na klar. Okay, das klappt nicht. Muss ich rennen. Muss ich mich beeilen. So, dann rennen wir mal. Zack. Ja, so geht das ab, wenn ich hier mich beeile und so, ne? Ne, dann gebe ich gleich, bevor ich rausgehe, gebe ich dann schnell dem Deku in der Unruhestadt sein Dings da.
gebe ich ihm schnell seine Urkunde, die er haben, seine Urkunde, seine Mondträne, die er unbedingt haben möchte. Und wenn das geschafft ist, kann ich rausgehen zu dem Deku, der da reingeflogen ist, ins Loch. Und diesmal habe ich so alles richtig gemacht. So, dab, 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 dab. Dab, 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 dab. Das war ein geiler Leck. Oh mein Gott, was mache ich denn hier? Ja, sorry Leute, aber wie gesagt, ich habe schon öfter erwähnt, das muss manchmal sein. Bla bla, ich bin ein Typ mit Haselnuss, ich weiß. Jetzt habe ich ja dem Kerl hier in der Stadt doch nicht. Kann ich aber zurückrennen. Voll vergessen. Naja, muss auch mal sein. So, zack, Mondträne. Hey, warte mal, das ist mein Haus. Mann, ich will an in dein Haus drin gehen. Ich will nur die Urkunde haben. Du dober Stinky. Dieses Privateigentum, Mann, du Arsch. Oh, voll gehustet, sorry. Ja, ja, so, da hast du einen Stein. Jetzt gib mir, genau, jetzt hast du mir deine schöne Urkunde. Unkunde, wollte ich gerade sagen. Du hast mir die Unkunde gegeben. Jetzt habe ich deine schöne Urkunde und jetzt verpiss dich, du Arsch. Die komischen Geräusche. Ich weiß, meine Geräusche sind wesentlich komischer. Aber Leute, ihr wisst doch, so muss das doch sein im Showbusiness. Wir sind hier alle da, um die Leute zu unterhalten. Oder so. Alles klar, jetzt habe ich schon mal das Ding fertig. Jetzt kann ich hier schön Richtung, ich sag mal, Richtung Loch rennen. Ja, ist ja einfach nur so ein Loch in der Erde. Und wenn ich das geschafft habe, dann denke ich einfach mal, dass ich cool bin, weil ich wieder ein Herzteil mehr habe. Und dann freue ich mich. So, erstmal noch hier. Zack! Voll cool und geil hier. Schön Geld absahen jetzt. Zack! Zack! So, hier sind nochmal die zwei Rubine, das wissen wir ja. Upp. Mein Link, was machst du? Link? Zack! Hä? Jetzt vielleicht so. Verarschen, das ist doch der Baum mit den Rubinen, ne? Ist er nicht. Hä, wo ist denn der Baum mit den Rubinen hin? Verarschen? Okay, egal, ich bin verwirrt. Wir gehen zu unserem Kumpel. Da ist er! Hi, Typi! Hallo! Was machst du hier? Dies ist mein geheimes Lager, du kannst hier nicht ohne Erlaubnis reinkommen. Oh, bitte, ich verkaufe den Herzteil, aber bitte behalte dieses Geheimnis für dich. Es kostet 150 Rubine. Nee, danke. Hm, wirklich nicht? Das ist mir keine andere Wahl. Wir werden 100 Rubin. Ich kaufe es. Und schon haben wir ein weiteres Herzteil, Leute. Und jetzt haut er wieder ab. So ein Typi. Nee, also man muss zuerst Nein sagen und dann kriegt man es für 100 statt 150 Rubine. Ganz praktisch. Voll die komischen Geräusche, ey. Aber wie Nintendo einfach denkt, dass man unbedingt sehen will, wie die ollen Typis da lang fliegen. Ganz schrecklich. So, machen wir mal hier. Zack. Denn wir haben ja keine Zeit, ne? Wir sind ja schwer beschäftigte Menschen. Na klar. Und deswegen werde ich jetzt einfach mal zu den Sümpfen mit N. Zu den Sümpfen des Vergessens werde ich jetzt reisen. Und hier haben wir unseren nächsten Deku, der natürlich sehr interessiert an einem Platz in der Stadt ist, weil er da mehr Wundererbsen verkaufen kann. Fragt mich nicht warum, anscheinend mögen die Städler Bohnen. Zack, zack, alles kaputt geschlitzt. So, dann machen wir uns schon mal zum Deku. Voll das Schild abgehackt. Ich bin ja so böse. So, oben ist ein weiteres Herzteil. Sehen wir ja. Ah, danke, dass du vorbeischaust. Eigentlich will ich ja Handel treiben, aber irgendwie ist alles scheiße. Willst du Wundererbsen? Nee. Oh, das ist schade, Mann.
Wie, muss ich ihm so die Urkunde verkaufen? Ah, danke, dass du vorbeischaust. Ich verkaufe Wundererbsen, aber irgendwie will ich in die Stadt. Da hier, guck mal, da ist mein Grundstück in der Stadt. Oh, boah, geil, Mann. Gib mal her, dann kriegst du mein Haus. Cool, ne? Jetzt haben wir Häuser ertauscht. Wenn es im echten Leben nur so wäre. Einfach mal Haus bzw. Wohnung plus Inneneinrichtung tauschen, wa? Gibt doch auch Frauentausch. Warum nicht Häusertausch oder so? Das wäre ja cool, ne? Also ich würde es auf jeden Fall interessant finden. Ach Leute, irgendwie immer wenn ich Zelda spiele, dann habe ich total gute Laune. Weil das Spiel macht einfach Spaß und hat so eine geile Atmosphäre hier. Auch wenn eigentlich alles düster sein sollte im Spiel. Nee, das macht mich einfach voll gute Laune, mich Dings da so, ne? Und egal, wir haben jetzt 4 Herzteile wieder und haben noch einen Container und haben jetzt schon 12 Herzen. Ist das nicht geil, Leute? So. Also mindestens eine so eine Urkunde kann ich jetzt noch tauschen, hundertprozentig. Und wisst ihr, was ich vergessen habe? Ich habe voll vergessen, erstmal will ich in eine Berge. Bergsiedlung. Ich habe voll vergessen, ach nee, geht ja jetzt gar nicht mehr. Schon gut, schon gut. Muss ich später nochmal machen. Von wegen hier, ich habe ja das Tagebuch von Mikau gelesen. Da hat er hier mit dem Bassisten gejammt. Das hätte ich mir eigentlich merken müssen. Aber der guckt ja eh irgendwie in seinem Dings da rum. Aber vielleicht am nächsten Tag, vielleicht kann ich am nächsten Tag irgendwie mit dem nochmal jammen. Ich werde einfach mal gucken, wenn der nächste Tag dann wirklich einbricht. Aber erstmal wollen wir hier ganz schnell zum Goronenplatz-Dingens hier. Zack, nein, 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 nein. Für die Wespe kaputt hier rollt. Tudu. Karte weg, Karte da, Karte weg, Karte da. Wisst ihr noch? So, dann machen wir mal go, go, go. Ah, fuck, hier ist ja nur noch Wasser. Muss ich ein bisschen aufpassen. Ja, immer schön vorsichtig, wir wollen ja nicht sterben. Fuck, du Wolfo, mach keinen Scheiß. Da ist er. Hey, Typi. Voll coole Position, wo ich hier die ganze Zeit das Spiel anhalte. Zack. Yeah. Was, du willst mein Haus? Ja, na, dann gib mir irgendwie dein Haus aus den Sümpfen. Alles klar, grob. Ich wollte gerade Bruder sagen, so Kumpel und Bruder. Egal. Da ist sie, Leute, die Bergurkunde. Und wieder einmal sind wir total viel weitergekommen, ey. Ist doch super geil. Ach, ich freue mich. So, dann gehen wir hier rein und bekommen direkt das... Was ist denn du? So. Zack. Und das nächste Herzteil. Yeah. So, dann auf zum Kap Zora. Denn da ist ja in Lulus Zimmer direkt der nächste Deku. So, Kap Zora. Das müsste ich jetzt sogar noch so schaffen. Und den vierten besuchen wir dann einfach im nächsten Part, denke ich mal. Sollte auch nicht schlimm sein, denn dann kann ich im nächsten Part direkt auf dem Weg zum Dings da sein gehen. Was weiß ich, ihr wisst schon, was ich meine. So, hier einfach mal schön Tempo machen, schön durchrasseln hier. Rassel die Battle oder so. Hülle der Zoras. So weit sind wir also schon gekommen. Das hier war doch Lulus Zimmer, ne? Dem Oktopus war das, oder? Nein. Hier wohnt der Jammer, der Basser. Der Bassist. Der Basser. Dann war hier Lulu. Nee, beim Stern war Lulu. Das weiß ich, das muss so sein. Ach, da ist ja der Stinky. Ja, so ein Typ. So, ganz schnell hier. Mann, Gorone brauche ich. Weil ist ja mein Haus, ne? Ist ja in den Bergen, also ist das Haus des Goron. So, komm mal her, Jedo. Na, was? Du kommst aus den Bergen? Gib mir bitte dein Haus, Mann, dann kriegst du meins. Ja, wer will nicht irgendwie an den Strand ziehen? Danke dir. Ich gebe dir dieses Land dafür. Ich weiß zwar nicht, wieso man nicht irgendwie an Meer ziehen will oder wieso man nicht hier wohnen will.
Weil, naja, hier am Meer ist doch voll cool. Hier Sonne, Strand, Wasser, Frauen. Ne? Kennt er doch. Hehe. Und ja, da jetzt schon wieder voll spät ist, werde ich jetzt nur noch wirklich das Herz herholen und danach hau ich dann ab, Leute. So, zack. Machen wir ganz schnell. Wir müssen uns ja beeilen, weil wir so cool sind. Hehe. Los, Link, mach keinen Scheiß. Zack, und das Herzteil in einer Muschel verwahrt wie eine Perle. So, und schon haben wir ein paar Herzteile geholt, Leute. Yeah, war wieder ein cooler Part. Und im nächsten Part geht es dann weiter mit dem Handeln und mit noch anderen Sachen, die auf uns zukommen werden. Also freuen wir uns alle auf den nächsten Part. Bis dann, Leute. Ciao.